So, wieder willkommen zurück zu einer neuen Folge, diesmal wieder Space Engineers mit einem weiteren Mitspieler. Hallöchen, Popöchen. Und ja, wie gesagt, wir werden ein bisschen das All weiter unsicher machen und gucken wir mal, was wir heute zu machen. Eigentlich wollten wir diese Basis weiterbauen, aber so wie gesagt, das dauert noch ein bisschen was, weil es ein etwas größeres Projekt ist. Und daneben bei haben wir versucht, jetzt einen ordentlichen, naja, wie soll ich sagen, Zerstörer zu bauen, ein Zerstörerschiff, um hier die eintreffenden Gegner mal abzufangen. Was auch nicht ganz so geklappt hat, wir müssen gucken, wie das war mit den Waffen, dass die schießen und so weiter. Und wie ihr vielleicht hört, auch im Hintergrund diesmal ein bisschen mit Musikbegleitung, das vielleicht nicht allzu langweilig ist, weil es ja manchmal mit den ganzen Bauen und so weiter, wo man sich konzentrieren muss, wenn man da auch nicht allzu viel reden muss oder kann, das dann, wie gesagt, aushalten ist. Ja, und wie gesagt, das andere noch, ihr seht ja unten den Bohrer, aber ohne Bohrer. Und zwar haben wir da ein schönes jetzt entdeckt oder erfunden, also ist entdeckt, eben ausprobiert. Und zwar kann man jetzt so schön die Bohrer wechseln. Und jetzt zeige ich euch mal das Gerät, also steht es hier. Könnt ihr noch von der letzten Folge, diesen Riesenbohrer. Was habt ihr denn hier in der Luft? So, naja, jedenfalls haben wir dann hier eine kleine Plattform noch gebaut, wo denn unsere ganzen Bohreradapter, sagen wir, herumstehen. Und da können wir die nämlich ganz einfach mit dem entsprechenden Fahrzeug, was drin steht in der Garage, mit diesem Block verbinden, kann man ganz einfach ranfahren und die dran machen. Und genauso stehen dann hier noch drei andere Größen, wie gesagt, die man einfach so dran machen kann und dann losbohren kann. Was ja ganz praktisch ist, da braucht man erst immer umbauen und so weiter. Und weil man ja immer die gleiche Größe braucht. Ja. Das Gefährt hier ist noch vom Tire Driver, der gerade nicht da ist. Wahrscheinlich. Oh, ja, hat sich verloren im Weltall. Nee, also keine Ahnung, was will ich nicht. Ich glaube mir, dass er noch dazukommt. Aber mal wieder. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt mal gucken hier, tun wir das Schiff wieder ein bisschen aufbauen, ist ja ganz schön beschädigt worden. Und dann schauen wir mal, ob wir das zum automatischen Schießen bekommen. Was man die Bordellen hier rausmachen. Warst du auch hier gerade so ein Schiffchen oder? Was für ein Schiffchen? Naja, so ein, na, nee, so ein Angriff eben, so ein Schlachtschiff. Nee, habe ich auch nicht gebaut. Hier auf dem Server. Mhm. Ach, das kann ich ja dann mal machen. Mhm. Was eigentlich lustig wäre, wenn man einfach so mal sich so ein Schiffchen, also ein richtiges Kriegsschiff nachbaut. Also ein richtiges Schiff halt, weißt du? Ja. So, jetzt haben wir ja so ein kleines Loch entstanden. Na gut, das sieht vielleicht ein bisschen blöd aus. Wo bist du denn jetzt? Na, vor meiner Höhle da. Achso, gut. Bei dem Schiff. So, also mir auch ne wundern, weil wie gesagt, ist gerade wieder ein bisschen stressig alles, dass jetzt nicht jeden Tag volle Ballette Videos kommt hier. Volle Ballette. Naja, dass eben sich auch gerade Landwirtschaftsjournal gerade wieder ein bisschen pausiert, weil einfach die Leute in dem bestimmten Zeitraum, wo man mal Zeit hat, zusammenzubekommen, ist gerade ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall. Und deswegen mal sehen, ob es am Wochenende wird, weil bin ich auch unterwegs. Mal sehen. So, jetzt dürfen wir das gleich Dellen wieder raus haben. Soweit. Und dann gucken wir mal, wie wir das mit den Waffen hinkriegen. Vielleicht müssen wir doch einen Motor drunter bauen, oder? Ich habe keinen Plan, ich habe mir so einen angeguckt. Ich komme dann gleich mal. Ich muss gerade hier noch mein Schiff abwehren. Dass die selber schießen sollen, weißt du?
Ja, das dachte ich schon. Weil das wäre sonst ein bisschen blöder, wenn das nicht. Wenn das ohne Gänge. Oder. So. Dürfte das gewesen sein. Gucken wir mal Motor, ob wir den haben. Mototeil. Verbesserter Motor. Gab es denn irgendwie einen einfachen oder so? Motor, ich hab schon. So. Bin sehr gespannt. So, und mal wieder einsetzen hier. Ja, vorne haben wir da ganz Stellen drin. Warum macht denn da jetzt nicht? Oder ist das so? So. Wenn man Glas schweißt, dann wird das erst wie so ein Kasten drumherum. Dann kommen die Streben, Metallstreben rein und dann wird nochmal Glas draus. Aha, geil. Ich hab jetzt auch meinen Schweißer hier. Dein Scheißer? So, wieder Motoren. Jetzt war da vorne. Und jetzt die 7. So, dann brauchen wir noch eine 1. So. Ich denke mal, Gatlings kann man noch was dran machen. Ich weiß jetzt mal hier vorne was. Hier ist eine Delle drin. Wo? Vorne an der Schnauze. Bei mir? Ja. Das sieht man, das sieht bloß so aus. Ist der Dachtklub von so aus? Nee, jetzt ging es raus. Dein Emergency-Schiff hier. Ja, viel Bling Bling. Den hier noch. Sonst da irgendwo? Nee, noch. Ich hab eigentlich alles raus. So, haben wir hier unten schon? Nee. Und dann machen wir noch eine Gatling dran.
Gut, und hier hinten. Und hier oben. Oh, da fällen die auch noch alle. Hier und dann reicht es erstmal. Und dann fahren wir mal gucken, ob das klappt. Haben wir denn hier irgendwo Gegner? Ne, gerade nicht. Was auch cool wäre, so ein Rammhaken wie der ähnliche Schiff, ja, der wäre das mal so. Was man so vom Anfang an hatte. Kann ich halt gleich mal bauen. Mal versuchen zu bauen. Mhm, die mach ich auch halt dann noch. Falsche Taste, um runter zu tauchen, also hier, ja, runter zu gehen halt. So, machen wir das so hier. Und so. So. Und dann wieder. Sieht ein bisschen dünn aus, aber naja, mal sein. Was denn? Naja, wie das aussieht, ja. Wie sind Stinkefinger. Mann, Alter, immer die falsche Taste. So. Naja. Passt von die ganzen Mal an so einen Rest, aber wird schon gehen. Oh, das Schiff ist ja ganz schön groß geworden. Welches? Meins, was ich hier gebaut habe. Ja, das dauert wieder eine Weile, bis ich das fertig habe. Achso. Jetzt sind ja auch noch keine Gegner da. Jo.
Gut. So dürfte das gehen. Oh, wir sind der Dritte, ne? Ganz schön groß sogar. Ah, da ist jetzt ein irgendwas da. Da wir gleich mal hinfliegen und gucken, was bei denen abgeht. So, gehen wir hier rein. Das schauen wir mal. Können wir noch was einstellen hier? Gatling-Geschütz. Aha, jetzt haben sie wenigstens Farben. Anschalten. Einzelschuss. Ah, hier kannst du. Okay. Gut, was denn? Fliegen wir mal hin. Kommt der mal näher. Guck mal, die schnellen näher. Ja. Ich kann ja gar nicht lesen, was das steht. Antenne und dahinter. Irgendwas Seil. Private Sale bestimmt oder so. Könnte sein. Da sind wir gleich schon da. So, jetzt dürfen sie eigentlich gleich mal anschießen. Oh, Alter. Okay, die schießen. Auf jeden Fall. ich glaube, ich hab's zerrammt. Dein Schiff. Nee, das andere Schiff habe ich zerrammt. Ach so, boah. Oh, Zombie weg. Ich glaube, mein Stinkefinger-Käsebogen hier geht ganz gut. Oh nee. Das ist voll gar nicht in meine Kabine geflogen. Alles sehr korrupt hier vorne. Ah, super. Nicht ganz so gut. Jetzt werden wir sie nur dürftig schweißen können hier. So. Links ein bisschen die Dellen raus und dann. Der MG hat so komplett weggeruppt. Die war übel schnell, aber es war bloß so ein Satellitending, was hier rumgeflogen ist.
So. Machen wir das mal so und dann gucken wir mal, ob es hier passende Scheiben gibt. Aber ich glaube nie, dass hier so abgeschrägte gibt. Nee. Man muss es halt ja, offen lassen, ist aber auch scheiße. Wird dann nicht anders übrig bleiben. Ich glaube, oh. Na gut, so schlimm sieht es auch wieder nicht aus. Geht so, machen wir es hin. Auf welcher Basis bist du? Meiner. Welche? Hast du viele? Oben bei den. Bei der großen, ja. Bei der neuen. Genau. Na, da kann man mein Gedüst. Aber jedenfalls gehen jetzt hier die ganzen Abwehrsysteme. Mhm. Einmal frei. Ja. Mein Käsefinger. Ein übelster Rambock. Schön. Dient doch als Brücke, wenn du aussteigen willst. Mhm. Einmal frei. Mach keinen Schaden hier rein. Nö, nö. Steig jetzt aus. Ah, dann kannst du nicht hier lang glitschen. Und dann ganz gemütlich hier runter. Fette Sache. Ich baue wieder sehr kreativ hier. Mhm. Was mir eingefallen ist, dass auch eine Düse fehlt. Und das sind dann drin sind. Gut. Ja, eigentlich anmalen könnten wir es auch, ne? Mit Wasserfarben. Ja, ich nehme Acrylfarben. Mhm. Dann machen wir vorne den Kampfstachel am besten rot. Und dann... den Rest könnte man...
So, alles fein einfärben hier. Gut, dann ist das Schwarz erstmal soweit. Also unser Rammstinker. Rammstinker. Und das hier können wir eigentlich auch gut machen. So. Vielleicht noch die großen Triebwerke. Dann könnte man noch etwas hellere nehmen. Müssen wir noch schweißen? Oder wie sieht's aus? Oha, voll gerade daneben gehupt. Ach ne, es ist so. Die Streifen rein. Und die machen wir noch rot und dann sieht das da ganz gut aus. Geschütz müssen wir von innen aktivieren wieder. So, und sonst. Vielleicht hier auf die Ecke könnte man vielleicht auch noch einen setzen. Aber dann dürfte es reichen. Und dann gucken wir wieder, da haben wir Military irgendwas, da werden wir gleich mal. Bist du noch so weit fertig? Nee, oder? Dauert noch ein bisschen. Na, dann muss ich halt auf alleinige Mission gehen. Wo sind sie denn? Hier mal kurz rum. Und dann dürften wir mal kurz 6 Kilometer, dann kommen wir wieder näher. Mal gucken. Und diesmal lassen wir sie in unser Fahrerhaus rammen. Hast ja deinen Stinker dran. Dann werden, genau, mit dem Stinker mal reinrammen. Weil es auch schwierig wird, die zu treffen ordentlich. Am besten wäre eine Runde rumfliegen und dann von hinten nochmal reinrollen. Mhm. Tu das. Na mal sehen.